herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund und Fit, heute zu dem Thema Jod, ein Wundermittel. Bitte beachten Sie jedoch noch zuvor diese Bemerkungen. Jod ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol I. Der Name kommt aus dem Altgriechischen Ioides, bedeutet violett. Es ist ein grauschwarzer Feststoff, der einen bestimmten Schmelzpunkt, Siedepunkt hat. Und spannend vielleicht die Tatsache, dass Jod bei Zimmertemperatur sublimiert. Sublimation bedeutet, dass es direkt aus dem Festzustand in den Dampfzustand, also ohne diese Zwischenphase des Flüssigen. Etwa beim Wasser kennen wir das ja, da gibt es immer die Flüssigkeit dazwischen, ohne eben diese Zwischenphase durchlaufen zu müssen. Wo kommt Jod in der Natur vor? Im Boden natürlich, im Meerwasser, in Meerestieren. Dann die gesündeste Form überhaupt in Meeresalgen, das wäre die beste Jodquelle für den Menschen. Und es gibt auch Jodquellen. Jod ist für unsere Gesundheit essentiell. Essentiell bedeutet unerlässlich für den Organismus, sowohl von Menschen wie auch von Tieren. Wofür ist Jod besonders wichtig? Da hat sich wieder der Gesetzgeber eingeschaltet. Die Behörden machen bestimmte Auflagen, was man sagen darf. Zum Beispiel, das sind diese berühmten Health Claims, eben Jod trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei. Oder Jod trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Auch zu einer normalen Funktion des Nervensystems. Aber natürlich auch zur Erhaltung einer normalen Haut, normale Produktion von Schilddrüsenhormonen und auch überhaupt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion. Die wichtigste Funktion dürften eben die Schilddrüsenhormone sein, die nämlich den Energiestoffwechsel steuern, den Herzrhythmus, Blutdruck, Knochenbildung, die körperliche und vor allem auch die geistige Entwicklung wird dadurch gesteuert. Allgemein bekannt dürften ja sein die Folgen eines Jodmangels, nämlich die Kropfbildung, dieses Tumor, was ja auch völlig logisch ist. Wenn zu wenig Jod im Körper ist, dann möchte die Schilddrüse jedes letzte Atom noch vom Jod einfangen und durch Vergrößerung des Volumens der Schilddrüse, da ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass man auch wirklich genügend Jod herausfiltern kann aus dem Blut. Wenn das nicht richtig gleichmäßig abläuft, dann gibt es eben die Knotenbildung in der Schilddrüse. Was sind nun die Symptome eines Jodmangels bei Erwachsenen? Eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit, Verdauungsstörungen, Konzentrationsschwäche, vor allem dieses Müdigkeitssyndrom, was ja immer mehr Menschen erfasst, Schlafstörungen und auch depressive Stimmungslage, Hautveränderungen, Haarausfall, brüchige Nägel, Potenzstörungen, Zyklusstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen. Bei Kindern und Jugendlichen kommt noch dahin zu, dass eben schlechte schulische Leistungen zu beklagen sind, eben die Nervosität und das Schlimmste von allem die verzögerte geistige und körperliche Entwicklung. Auch bei Schwangeren und Stillenden ist ein Jodmangel sehr problematisch, eben vor allem, weil eben Dauerschäden entstehen können bei dem ungeborenen Kind, weil eben eine gestörte Entwicklung des Zentralnervensystems auftritt. Dieser berühmte Kretinismus, Crétin bedeutet der Idiot auf Französisch, eben durch Jodmangel ausgelöst. Risiko für Fehl- und Frühgeburten, Wachstums- und Entwicklungsstörungen und auch bei Frauen, eben bei den Schwangeren, die Schwangerschaftsdepression. Hier mal zwei Studien zu den Problemen durch Jodmangel. Gerade der Schwangerschaftsdiabetes, der recht häufig auftritt, hängt direkt mit einer mangelnden Jodkonzentration zusammen. Und ebenso haben wir hier die sogenannte Präeklampsie. Das bedeutet eben diese Ödembildung, hoher Blutdruck. Häufig kommt es auch zum Verlust des Kindes, eben Nierenschäden bei den Müttern. Das ist die Eklampsie, die ebenfalls durch Jodmangel begünstigt wird. Wie viel Jod sollte man täglich zu sich nehmen? Und da gehen die Meinungen erheblich auseinander, wie Sie gleich sehen werden. Fangen wir mal an bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die zum Beispiel für Erwachsene 200 Mikrogramm, also 0,2 Milligramm pro Tag empfiehlt. Bei den Schwangeren und Stillenden kann es ein bisschen mehr sein, aber es ist alles im Mikrogrammbereich. Theoretisch könnte man eben auch einen Jodüberschuss erzeugen. Das ist offenbar die Befürchtung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch der EFSA. Wir werden das gleich sehen. Allerdings muss man sagen, in der Praxis berichten Patienten immer wieder, dass sie langfristig wesentlich größere Jodmengen verzehren und vertragen als behördlicherseits empfohlen. Und zwar ohne negative Auswirkungen. Schauen wir uns mal internationale Behörden an. Das ist die amerikanische Food and Drug Administration, FDA, die 1100 Mikrogramm als Maximaldosis empfehlen. Also etwa das Fünffache der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dann die
EFSA, also die European Food Safety Authority in Pisa in Italien, die etwa die Hälfte davon, also 600 Mikrogramm empfiehlt. Und das Bundesamt für Risikobewertung in Deutschland sogar noch weniger, maximal 500 Mikrogramm. Also Sie sehen diesen unglaublichen Unterschied von behördlichen Empfehlungen. Und in diesem Zusammenhang könnte jetzt diese Studie aus China, die jetzt im Februar veröffentlicht worden ist, Februar 21, hochspannende Ergebnisse geben, nämlich über 20 Jahre wurde der Jodzustand im Verhältnis zu Erkrankungen, Morbidität, also zu den Erkrankungen aller Art gesetzt. Und es ergab sich durchgehend, dass je höhere Jodwerte jemand hat, desto geringere Morbidität, also die Erkrankungshäufigkeit ist statistisch hochsignifikant abhängig vom Jodgehalt. Und in diesem Lichte ist natürlich die Tatsache, dass 30% aller Deutschen einen Jodmangel haben, nach den sehr strengen Richtlinien der EFSA oder auch der FDA, sehr ernst zu nehmen, dass wir wirklich auf den Jodgehalt unseres Blutes sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Hier noch eine kleine Bemerkung. Rauchen vermindert zusätzlich die Jodaufnahme. Auch einige Lebensmittel führen zu einer verminderten Jodaufnahme, wie die Kohlarten, Rettich, Hirse. Das hängt mit dem Linamarin zusammen. Das ist kropfbildend. Auch hier Mais, Maniok. Und das ist übrigens das große Problem hier in Südamerika, auch Bolivien. Das Hauptnahrungsmittel ist Mais und Maniok oder Yuca. Das sind eben absolute Jodräuber, besonders bei einer Unterversorgung mit Vitamin A, Selen und Eisen. Es gibt noch einige Studien, die alle neueren Datums sind, hier zum Beispiel vom Februar 2021, die zeigen, dass eben der Jodmangel das Problem darstellt für Erkrankungen. Hier eine Studie aus der Türkei, da wurden ältere Leute untersucht und je höher die Aufnahme von jodiertem Speisesalz, also je höher dann der Jodgehalt im Blut, desto weniger Erkrankungen, speziell weniger Schilddrüsenerkrankungen. Hier eine Studie aus China. Auch da konnte man feststellen, je weniger Jod im Blut, desto mehr Schilddrüsenkrebs. Dennoch, gerade hier im europäischen Sprachraum, hier aus Frankreich eine Studie, wird immer wieder diskutiert, die Frage, muss man überhaupt Speisesalz jodieren? Dabei gibt es gerade im amerikanischen Sprachraum ganze Bücher, die darüber schreiben, dass eben gar nicht genug Jod zu sich genommen werden kann. Ich habe ja darüber auch in meinen Büchern genau geschrieben. Hier noch eine Studie, die zeigt, je höher der Jodgehalt im Blut, desto besser sozial und ökonomisch gestellt sind die betreffenden Leute. Das ist natürlich eine schon ungewöhnliche Befunderhebung. Hier noch eine harmlose Studie, und zwar konnte man nachweisen, dass eben Jod auch dieses Covid-19-Risiko senkt, und zwar für etwa 3 Stunden nach Anwendung. Das wird ja oral gegeben in der Zahnarztpraxis. Nicht der Zahnarzt, der arbeitet ja direkt mit dem Patienten. Und wenn der wirklich Covid-19 haben sollte, dann ist praktisch für 3 Stunden nach der Anwendung überhaupt kein Covid-19 nachweisbar. Auch aus diesen aktuellsten Studien wird ersichtlich, wie wichtig eine ausreichende Jodzufuhr ist und was ein Mangel an diesem wichtigen Spurenelement für gesundheitliche Nachteile nach sich ziehen kann. Dennoch gibt es in Deutschland etwa 30% der Menschen, die an einem Jodmangel leiden. Wer ist vom Jodmangel besonders betroffen? Natürlich die Veganer, Vegetarier, Schwangere, stillende Mütter, ältere Menschen. Alle diese Menschen müssen besonders auf eine ausreichende Jodzufuhr achten. In welchen Lebensmitteln findet sich Jod? Vor allem in natürlichen Fleisch, Milch, Eiern, aber nur dann, wenn die Tiere mit jodiertem Futter versorgt worden sind. Im Seefischen und in Meeresfrüchten, da ist natürlicherweise eben Jod enthalten. Und vor allem in den Algen, vor allem in den Makroalgen wie Ascophyllum nodosum, da findet man in einer biologischen Matrix das natürlich gebundene und damit besonders verwertbare Jod. Wie gesagt, Jod und Alginate, das sind die beiden Hauptkomponenten, die sehr gesundheitsförderlich sind in der Ascophyllum nodosum, sodass man sagen kann, die Meeresbraunalgen, also diese Makroalge Ascophyllum nodosum, ist tatsächlich ein Geschenk des lebendigen Gottes an die Menschen. Es gibt natürlich verschiedene Darreichungsformen und besonders bewährt hat sich die Einnahme in einer veganen Kapselform, und zwar einmal aus Geschmacksgründen und zum anderen auch aufgrund der besseren Dosierung des Jodgehalts. Und natürlich nur in zertifizierter Bioqualität, da die Braunalge viele Schadstoffe aus dem Meer speichern kann und dann natürlich teilweise in ihrer Wirkung entwertet wird.
Wenn Sie noch mehr Details zu diesem Thema interessieren, dann würde ich Ihnen empfehlen, die Neuauflage, erheblich erweitert, erheblich aktualisiert, um viele Themen erweiterte Neuauflage meines Buches aus dem Jahre 1997, also vor 24 Jahren, Energieschub aus dem Meer, erschienen beim Tellomit Verlag. Da sind sehr viele Themen behandelt, vor allem eben Jod und Radioaktivität, Jod- und Brustkrebsbehandlung, dann über Omega-3-Fettsäuren, Schwermetallausleitung, das Amalgamproblem, Fukoidane, antivirale Wirkungen und vor allem auch die Thalassotherapie. Und wenn Sie generell noch mehr über natürliche Gesundheit erfahren wollen, dann sollten Sie auch die anderen beiden Bücher von mir lesen. Einmal, warum nur die Natur uns heilen kann und der natürliche Weg zu Heilung und Gesundheit, weil Sie damit eine vollkommen andere Sicht von Krankheit und Gesundheit dargeboten bekommen, die Sie in die Lage versetzt, Ihre Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Beste Gesundheitsgrüße, Ihr K.J. Probst.